Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufmerksamkeit um diese Zeit scheint nicht mehr so groß zu sein, sodass die Kollegen von SPD und CDU gleich sagen, wir hätten eigentlich gar kein Recht mehr, auf unseren Antrag noch mal zusammenfassend auf die Debatte zu reagieren. Ich merke mir das natürlich gerne für Ihre nächsten Anträge. Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen das Wort gegeben und möchte Sie bitten, jetzt Ihre Rede zu halten. Ganz normal, bitteschön. Selbstverständlich mache ich das jetzt. Also, ich bin immer wieder beeindruckt bei diesen Debatten, wie Sie es schaffen, insbesondere von der Koalition, Ihre eigenen bisherigen Forderungen plötzlich umzukippen und zu behaupten, das hätten Sie noch nie gefordert und deswegen können Sie gegen unseren Antrag sein. Also ich weiß ganz genau, dass die SPD schon des Öfteren entsprechenden Staatsvertrag gefordert hat und auch gegenüber dem Bund versucht hat, sowas zu bekommen. Und deswegen muss ich sagen, waren die Ausführungen von Herrn Roig sicher ganz interessant, aber nicht wirklich zielführend. Denn es wurde schon angeführt, ich glaube, Frau Schwarzenberg hat es angesprochen, dass die bisherige Problematik mit diesen fünfjährigen Verträgen nicht nur eine Abhängigkeit von der Kassenlage des Bundes gibt und keine Sicherheit für die langfristigen, die sind ja nun offensichtlich langfristig, noch bestehenden Sanierungsaufgaben in der Lausitz durch den Braunkohletagebau gewährleisten, sondern dass es immer wieder, und der Helenesee wurde angesprochen, das ist ein schönes Beispiel dafür, durch aktuelle Vorkommnisse und Probleme dazu kommt, dass aufgrund der Budgetierung durch diese tollen Verwaltungsabkommen, das auch Herr Genilke eben noch mal hochgelobt hat, immer wieder die Situation eintritt, das ist kein Einzelfall, dass die geplanten Sanierungsmaßnahmen, die wichtig sind, die vorangehen müssen, dass die aufgeschoben in die Zukunft verschoben werden müssen, damit man überhaupt irgendeinen Euro hat, um auf aktuelle Probleme reagieren zu können. Komischerweise haben die meisten Mitglieder dieses Parlaments beim Thema Helenesee im letzten Jahr aufgejault und sich enorm eingesetzt. Jetzt plötzlich sagen sie aber, nö, das müssen wir nicht, solche Vorkommnisse müssen wir nicht finanziell absichern, das funktioniert schon irgendwie. Also tut mir leid, das passt überhaupt nicht zusammen. Deswegen eben brauchen wir diese langfristige Absicherung und das hilft übrigens auch und deswegen verstehe ich eigentlich gar nicht, dass überhaupt jemand in diesem Landtag gegen diesen Antrag stimmen kann. Das hilft doch ganz offensichtlich auch der finanziellen Absicherung des Strukturwandels in der Lausitz, auch wenn hier die bergbaulichen Folgen und die Landschaftsgestaltung, die wiederum Voraussetzung sind, dass ich diese Flächen nutzen kann für den Strukturwandel, Gewerbeansiedlung, PV-Anlagen, Landwirtschaft, was auch immer, also dass das überhaupt gewährleistet werden kann. Also wie gesagt, wie man hier jetzt plötzlich eine Kehrtwende durchziehen kann und sagen kann, wir wollen das alles nicht mehr und die tollen Verwaltungsabkommen, denen man mühsam verhandelt, seien ganz toll und würden völlig ausreichen. Das müssen Sie dann den Bürgern in der Lausitz beantworten, wenn die nächste Problematik ähnlich dem Helenesee auftritt. Ja, Herr Brünning, Sie haben, also das fand ich interessant, Sie haben angefangen mit Ihrem Beitrag, das sei eine ganz große, langfristige, generationenübergreifende Aufgabe. Vielen Dank für diese Ausführung, weil das zeigt ja, dass das langfristig finanziell abgesichert werden muss. Also offensichtlich reicht ein Fünfjahresrhythmus mit irgendwelchen Verwaltungsabkommen überhaupt nicht. Deswegen ist es ein Widerspruch, wenn Sie sagen, dass hier kein Staatsvertrag erforderlich ist und Sie gegen unseren Antrag stimmen wollen. Und bei Frau Hickel möchte ich mich ganz besonders bedanken, da sie im Wesentlichen unsere Argumente wiederholt hat. Das freut mich, dass wir da eine Perspektive und eine inhaltliche Sichtweise haben. Nur dann würde ich auch bitten, dass man dann versucht, nicht so total inkonsequent zu sein, dagegen zu stimmen, sondern sollte man vielleicht auch mal dafür stimmen. Wie gesagt, es würde für die Lausitz Sicherheit geben, es würde den Strukturwandel unterstützen. Ich habe die Argumente schon alle vorgetragen, weswegen ich meine Redezeit jetzt nicht mehr ausgenutzt habe. Dankeschön.